Los geht's. Hallo, da bin ich mal wieder. Heute mache ich einen Ringpour. Und zwar habe ich mir mal was Neues ausgedacht. Keine Ahnung, ob das klappt. Aber ich habe immer das Gefühl, man hat zu wenig von der Kontrastfarbe. Und man ist darauf angewiesen, wann die Kontrastfarbe endlich aus dem Becher läuft. Und das will ich jetzt umgehen. Mit einer speziellen Konstruktion. Ich habe hier diesen Becher. Da schneide ich jetzt den Rand erstmal ab, damit der Becher sich besser biegen lässt. Damit der Becher, damit man da auch so eine Gießschnauze formen kann. Die Leinwand habe ich vorher mit Fluotrol gesättigt, damit alles gut läuft und haftet. Das Überschüssige nehme ich jetzt runter. Es soll einfach nur gut durchfeuchtet sein, damit die Leinwand der Farbe nicht alles Wasser entzieht und die Farbe womöglich brüchig wird. Gucke ich, ob meine Gipsschalen richtig sitzen. Ich brauche hier nur drei bei dem großen Bild. So, ich habe mir das so vorgestellt. Ich fülle jetzt den Becher. Das dunkelste zuerst. So, ich fange mal an mit dunkel lila. Dann, ja, dunkelblau. Ich lasse es am Rande herunterlaufen, damit es sich nicht zu sehr im Becher vermischt. Dunkelblau. Hellblau. Auch schön am Rand. Und noch ein helleres Blau. Ich muss aufpassen, dass die Murmel jeweils nicht reinfällt. Und der Gag ist jetzt, ich nehme einen separaten Becher und den befülle ich mit Weiß, weil man Schwarz sehr leicht zu viel nimmt. Habe ich mir auch da etwas ausgedacht. Schwarz braucht man nur sehr wenig. Deshalb versuche ich, mal zur Abwechslung. Ich hoffe, dass ich dran komme. Ein bisschen Schwarz durch alle Schichten mit einer Pipette zu applizieren. Also ich mache eine Pipette voll mit Schwarz, tauche sie ein, drücke sie aus, während ich nach oben gehe. Wie ihr wisst, stehe ich ja mit Schwarz auf Kriegsfuß. Schwarz ist sehr, sehr intensiv und verdunkelt alles ungemein. Ich hoffe mit diesem Trick, dass ich das Schwarz überlisten kann. Mal sehen.
So. Jetzt wollte ich das nämlich zusammentackern. Genau so. Und zusammendrücken. Ja, jetzt fülle ich das Weiß wieder auf. Bis zum Rand. Läuft das Band? Ja, doch. Und jetzt versuche ich, beides gleichzeitig auf die Leinwand zu bringen. Ich kann nicht sehen, was ich mache. Das ist das Problem. Versuchen, in einen normalen Rhythmus zu kommen. Einen ruhigen. In einen ruhigen Rhythmus. Es ist, wie gesagt, nee, habe ich doch gar nicht gesagt. Kein Silikon in diesen Farben. Jetzt kommt das, was ich so schön finde, wenn es gelingt. Das langsame Auseinanderlaufen lassen. In alle Richtungen. Langsam. Immer nur bis kurz vom Rand. Dann zurück. Das, was mir gefällt, das lasse ich und was mir nicht gefällt, kommt runter. Ja, da oben, die ganze Partie gefällt mir am besten. Die müsste ich jetzt wieder runterlaufen lassen und das gesamte Lila, was ich mir eigentlich kleiner und mehr in der Mitte vorgestellt hatte. Ja, das ist schon schön. Ich glaube, ich könnte von dem Lila noch etwas verschwinden lassen. Oder soll ich alles behalten? Jedenfalls ist mein Trick gelungen. Ich habe mit dieser Wahnsinnskonstruktion mehr Weiß gehabt als sonst. Wow, das ist aber toll geworden. Hier habe ich jetzt übrigens, wie ihr seht, endlich einen Spiegel, dass ich sehen kann, wo noch was fehlt. Viel ist es nicht. Es hat so einen blöden Stich.
Viel ist es nicht, was da fehlt. Alles gut bedeckt. Diese Methode werde ich jetzt immer nutzen. Ich nenne es den Double Paw. Vielleicht versuche ich demnächst auch mal einen Triple Paw. Warum nicht? Drei so Becher nebeneinander und zzt. Ich glaube, dass das schön wird. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht gebt ihr mir einen Daumen hoch oder auch runter. Und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ich hoffe, wieder mit einer neuen Idee. Oder mit dem Ausbau dieser Idee. Bei Acrylic Pouring Deutsch. Acrylbilder gießen mit Dörte Fahrts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.